So, here we go. Es ist wieder Zeit für ein neues Video. Also jetzt einiges schon passiert und mein Tagebuch kann man das so nennen, so ein bisschen, um vielleicht später das nochmal ein bisschen anzugucken, zu reflektieren. Die Zeit weitergeführt und vielleicht guckt es ja einer. Ich berichte immer so ein bisschen aus meinem Leben und versuche irgendwie so auch Alltagserlebnisse so ein bisschen auch hier in einem Video zu beschreiben. Und was mir auffällt, ist zum Beispiel, ich kenne ein paar Leute hier bei mir um die Ecke hier, also ich kenne ja total viele, auch Kinder, die draußen spielen und auch so Mädchen, kleine Mädchen und so. Und ich habe auch früher im Schwimmverein als Schwimmlehrer gearbeitet. Und da gibt es so einen bestimmten Schlag an Menschen, das sind so diese Drama-Queens halt, so, ja, die kennt ihr vielleicht. Die sind ja so Schüler, die sind ja immer total akribisch und wollen alles genau perfekt, 100% richtig machen. Und die heulen ja schon bei der 2 in der Schule, ne? Also wenn die eine 2 plus bekommen, dann fangen die schon an zu heulen und wollen unbedingt eine 1 haben von ihrer Schülerin, von ihrer Lehrerin. Und die haben halt echt ein Problem gerade halt, ja. Weil die kriegen halt gesagt, was sie machen sollen. Und vorher haben sie gesagt bekommen, das ist richtig, jetzt ist das richtig. Und jetzt sollen sie halt sich entsprechend immer so verhalten, ja. Und so Kinder haben eigentlich nie so richtig gelernt, irgendwie für sich selber irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern haben halt so ein gutes Verhältnis zu den Eltern und vielleicht kriegen sie dann auch immer irgendwelche Belohnungen oder die Eltern sind selber so diszipliniert und leben das halt so vor, dass sie halt immer in so einem, wie soll ich sagen, Anleitungsmodus drin sind und dass sie halt immer genau das machen, was sie machen sollen, ja? Aber das Problem ist halt einfach, dass sie halt selber gar nicht mehr genau wissen, was jetzt richtig und was falsch ist und dass sie halt einfach merken, dass sie halt einfach völlig überfordert mit der Situation sind. Habe ich jetzt ein Mädchen beobachtet, ich kenne die vom Sehen. Die steht da an der Ampel, die hat eine Maske auf, die ist komplett immer mit Maske, egal ob die jetzt da draußen rumläuft oder im Laden geht oder sowas oder mit ihrer Freundin spielt, die läuft immer mit Maske rum, weil sie halt einfach total diszipliniert und sehr sorgsam und sehr, wie soll ich sagen, ja, ein Mensch ist, der halt alles immer komplett richtig machen will, ja. Und das Mädchen kriegt jetzt echt Probleme. Die stand an der Ampel, die hat sich umgeguckt. Die hat irgendwelche Leute gesehen, die hat fast Panik bekommen, dass sie auf einmal mit mehreren Leuten an der Ampel gestanden hat. Die konnte das nicht mehr abklären, abgleichen mit den Anforderungen, die sie halt von ihren Leuten gesagt bekommen hat und ist einfach weggerannt. Ja? Oder andere Mädchen halt, die auch so drauf sind, so im Alter zwischen 12 und 13, die ich auch hier kenne. Die gehen halt einfach dann einen totalen Schritt zurück und du siehst, wie sie sich umgucken. So, die sind völlig überfordert mit der kompletten Situation. Und das wird auf jeden Fall ein Problem sein, ja. Vorteil vielleicht auch, dass sie jetzt anfangen, mal selber einzuschätzen, wie die Situation ist und sich mal ein bisschen eigenständig Gedanken machen und sich ein eigenes Bild halt merken, weil sie merken, dass sie den Wahrheiten oder den Ansprüchen oder sowas halt, dass die teilweise auch nicht richtig sein müssen, dass man selber mal wieder anfängt nachzudenken und selber eine Entscheidung trifft. Könnte vielleicht auch ein Vorteil sein, ja. Müssen wir abwarten halt, ja. Jetzt sehe ich zum Beispiel beim Fokus, die fangen jetzt wieder an, hier hoch und runter zu schreiben. Die R-Rate wäre wieder bei 1. Und die steigt, steigt, steigt. Leute, die sich mit Statistiken nicht auseinandersetzen, die werden jetzt wieder in Panik geraten, ja. Versuchen sich noch mehr zu optimieren, versuchen noch mehr sich an irgendwelche Regeln zu halten, versuchen noch mehr Kontrolle über sich selber und gegenüber der Umwelt halt irgendwie aufzuwenden. Das ist eine riesige Energieleistung und keiner fragt, wo denn diese ganzen Zahlen entstehen halt, ja. Entstehen sie im Altersheim? Sind diese ganzen Leute, die sich jetzt halt infizieren und die diese R1-Linie quasi halt auch immer in der Waagerechten halten, weil wenn R1 ist automatisch immer in der Statistik eine gerade Linie, ja. Wenn es über 1 ist, dann geht es weiter nach oben und wir hatten noch früher mal vor ein paar Wochen mal Flat the Curve prognostiziert. Das heißt, wir müssen die Kurve flacher machen. Das haben wir jetzt, aber die ganzen Zeitungen berichten jetzt so, ja, R1 und es wird wieder gefährlich und bla bla bla. Aber diese richtigen Erklärungen, was das auch beinhaltet und was vielleicht auch dazu bringen können, die Leute wieder ein bisschen ruhiger machen zu lassen, machen die halt gar nicht. Und das ganze Programm, was vorher abgelaufen ist, läuft jetzt genauso weiter. Jetzt sehe ich im Altersheim, zum Beispiel in Berlin, sind Leute infiziert worden. Die werden jetzt alle ins Krankenhaus verschifft. Auf der anderen Seite organisieren sie halt wieder
dass die ganzen Notbetten da in den Krankenhäusern halt wieder mehr werden. Also hast du dann wieder die Corona-Patienten, hast eine Unterbesetzung von Leuten, die sich vielleicht dann auch unterschiedlich mit irgendwelchen Leuten dann auseinandersetzen müssen, die mit dem Krankheitsbild dann gar nichts miteinander zu tun haben. Und entsprechend werden wieder die Fallzahlen steigen und die Presse tut ihr Übriges und dann sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren. Ja? Aber das Wichtigste ist, glaube ich, auch erstmal, dass man halt sich fragt, wer das überhaupt ist, der sich da infiziert, ja, und in was für Umfeld er sich infiziert. Und das schreibt halt so eine Zeitung wie der Fokus, schreibt das halt nicht, weil die wollen einfach nur Schlagzeilen, also null Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft, einfach nur irgendwie drauf aus, irgendwie halt Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist ein Weg, der schlecht ist halt, ja. Ich habe mich dann auch zum Beispiel gestern mal einfach in die Mall gesetzt, habe natürlich auch meine Maske auf und habe mich mal da an so eine Rolltreppe gesetzt. Und in Wiesbaden sind ja ziemlich viele alte Leute unterwegs. Und ich habe einmal beobachtet, wie viele Leute mit einem kausalen, mehrgliedrigen Situation umgehen. Zum Beispiel ist halt ein älterer Mann, der hat einen Krückstock, der läuft halt extrem langsam. Und er braucht halt eine gewisse Zeit, bis er auf die Rolltreppe draufkommt, ja. Und ich als normaler Mensch, ich erkenne das natürlich, dass wenn ich dann da auch auf die Rolltreppe will, dass ich natürlich dann nicht direkt mich an diese Regel halte, 2 Meter Abstand, dass ich dann, wenn der Typ auf der Treppe ist, nach 2 Metern halt draufgehe, sondern dass ich schon länger warte, weil der Typ natürlich auch wieder ein bisschen braucht, um wieder von der Rolltreppe, wenn er oben angekommen ist, rauszukommen, ja. Das ist die Theorie, so sehe ich das halt, ja, weil ich halt auch in der Lage bin, so einen kompletten Gedanken zu bilden. Aber ich habe das beobachtet, keiner von den Leuten, die dann hinten raus diesem alten Mann dann halt Vortritt lassen, brechen das. Es gibt keinen, 0% von den Leuten, die tatsächlich dann in der Situation waren, einen älteren Mann, der länger, oder eine ältere Frau, die länger braucht auf der Rolltreppe, um da drauf zu kommen, kalkulieren das in ihre Entscheidung mit ein. Also kannst du davon ausgehen, dass wir einfach überhaupt nicht der Sache gewachsen sind. Jeder Durchschnittsmensch, der einfach nur, wie soll ich sagen, in Ad-Hoc-Sachen halt macht, also der jetzt nicht so eine komplexe Gedanken in seinem normalen Umfeld, in seinem normalen Leben halt irgendwie bildet, vielleicht auf der Arbeit oder so, aber jetzt so im Alltagsleben, sind wir nicht in der Lage, das zu tun. Keiner macht es. Die kriegen das nicht hin. Also das ist jetzt nur ein Beispiel halt. Ich will jetzt nicht dieses eine Beispiel jetzt darauf nehmen, dass das in die Hose geht, sondern es geht einfach um ein komplexes Gebilde, einen komplexen Zusammenhang von auf Anhieb innerhalb von ein paar Sekunden einfach komplett zu erfassen. Ja? Und was ist passiert? Der alte Mann ist da drauf, standen 10 Leute hinten dran, die sind da auch alle dann immer fleißig drauf und der alte Mann hat bestimmt 5 Sekunden gebraucht, um oben auf der Treppe halt herauszugehen und das komplett hat sich alles gestaut, die standen alle aufeinander, die sind alle rückwärts gelaufen, weil sie dem Mann nicht entgegenkommen wollten und das hat sich dann komplett in absolutem Chaos ausgewirkt halt, ja. Und so läuft das. Und einmal die allergeilsten sind die Leute, die im Auto mit der Maske fahren, das sind die allergeilsten. Also das ist absolut so dermaßen unlogisch, aber es ist halt so. Das ist nur eine Bestandsaufnahme von dem, was ich bis jetzt erlebt habe. So, das war's für heute. Tschüss.